denn das für ein Abenteuer, wenn wir gar nichts erforschen? Aber wir erforschen doch die Höhlen. Diese Höhlen sind stinklangweilig. Seht ihr, das ist schon viel besser. Ja. Oh, hier draußen ist die große helle Scheibe ja ganz schön hell. Na ja, Ducky, wir waren auch ganz schön lange in den dunklen Höhlen. Hey, wartet auf mich! Brauchst du Hilfe, Chomper? Vielleicht würde dir etwas Hilfe helfen? Das schaffe ich schon allein. Na bitte, es geht doch. Hier war ich noch nie. Darum geht es ja bei einem Abenteuer. Wisst ihr, dieser Ort erinnert mich an einen anderen Ort. Vielleicht warst du ja schon einmal hier. Ja, vielleicht. Aber überall, wo ich im großen Tal war, warst du auch. Also, mir kommt das hier nicht bekannt vor. Nein, nein, nein. Rotklaue? Jetzt weiß ich auch, wo wir hier sind. Das ist... Das geheimnisvolle Jenseits! Weg hier! Vor uns liegt ein wunderschöner neuer Tag. Vor uns liegt ein wunderschöner neuer Tag. Und die helle Scheibe leuchtet weit. Kommt und spielt mit mir. Abenteuer lebt man hier. Und immer finden nach Hause wir in einem Land vor unserer Zeit, vor unserer Zeit. Zurück in die geheimen Höhlen! Unter diesem Baum, da wird er uns nicht finden. Tolle Idee, Nestling. Petri, seht was! Jetzt nicht Petri. Doch, Petri, folgen! Steinstarke Idee, Petri! Nichts wie rauf! Das soll eine gute Idee sein? Das macht mir ganz schön Angst. Sieht schmal aus. Genau, für Rotklaue ist dieser Pfad viel zu schmal. Chomper, musst du immer so lahm sein? Das war ganz schön knapp. Wir sind in Sicherheit. Fürs Erste. Ich glaube, fürs Erste endet schneller, als wir denken. Hier sehen. Aber Kralle und Klaue sind sehr gute Schnüffler. Solange wir zusammenbleiben, kann uns nichts passieren. Richtig, schön zusammen. Damit sie uns zusammen auffuttern können? Ich frage mich, wo
die jetzt sind. Ich seh mal nach. Sei vorsichtig. Tja, das kannst du laut sagen. Uff. Sag mal, wo ist Chompa? Mir auch Ducky nicht gesehen. Chompa! Ducky! Wir sind hier! Was macht ihr beide denn da oben? Alles in Ordnung mit euch? Ja, sieht so aus. Seid ihr auch alle unverletzt? Das Erdschütteln hat uns etwas durchgeschüttelt, aber es ist nichts passiert. Kralle ist nicht mehr zu sehen. Das ist gut. Bis auf, dass wir hier oben sind. Und wir kommen hier nicht weg. Nein, nein, nein. Es muss einen anderen Weg zu dem Felsen da geben. Richtig, es gibt immer einen anderen Weg. Es sei denn, es ist der einzige Weg. Hey, keine Sorge, wir finden einen Weg. Ich bin nicht gerne so hoch oben. Oh nein, nein, nein. Also ich find's irgendwie spannend. Und außerdem helfen uns doch unsere Freunde. Scharfen Klauen fernhalten. Und von seinen Zähnen. Hier oben ist nicht sehr viel Platz für uns. Und Kralle mit seinen scharfen Zähnen. Ich mag es nicht, so dicht bei einem Schafzahn zu sein. Oh, damit meine ich natürlich nicht dich, Chompa. Ich glaube, den Weg sind wir hergekommen. Das doofe Erdschütteln hat alles durcheinander gebracht. Das Erdschütteln hat uns auch geholfen, vor Kralle zu fliehen. Man muss das Gute gegen das Schlechte abwiegen, denn sonst verliert man ganz rasch den Durchblick. Nicht schon wieder! Ja, nix wie weg. Wir müssen den Weg zurücklaufen, den wir gekommen sind. Ja, die gleiche Idee hat Klaue hinter uns auch. Fall nicht runter, Ducky.
gesagt, ich bin klein. Und was hat er jetzt gesagt? Er will mir nicht glauben, dass wir Freunde sind. Oh. Oh nein, hier sind wir doch gerade losgelaufen. Wir laufen im Kreis, na toll. Und jetzt? Chomper und Ducky immer noch nicht da. Mir will nach Hause. Aber nicht ohne unsere Freunde. Aber sie hoch oben auf Felsen. Mir weiß nicht, wie wir helfen. Ich auch nicht, Petri. Wir finden schon einen Weg. Vielleicht können wir sie von dem Felsen, der hinter ihnen ist, erreichen. Steinstarke Idee. Aber ich wünschte, ich könnte ihm helfen. Wenn wir ihm helfen, dann frisst er uns sofort auf. Er ist ein Schafzahn. Das machen die eben so. Du bist auch ein Schafzahn. Und du machst das nicht. Oh, seine Schmerzen sind stärker geworden. Naja, es liegen ja auch Steine auf seinem Schwanz. Ausgelacht, der bleibt die ganze Nacht lang wach. Du musst nicht traurig sein, die Freunde werden uns befreien. Bleib dicht bei mir, ich sage dir, wer Freunde hat, ist nie allein. Littlefoot. Das kann ich dir sagen, Petri. Als ich gesehen habe, wie Klaue die Bäume abgebrochen hat, da hatte ich eine Idee. Ein toller Grund, gefressen zu werden. Wir können einfach Bäume benutzen, um Chomper und Ducky zu retten. Ach, immer noch kein guter Grund, gefressen zu werden. Ich hoffe, sie sind bald hier. Hat er dich schon wieder kleiner genannt? Ja, und er glaubt nicht, dass unsere Freunde uns retten werden. Ja.
Aber sie sind unsere Freunde. Freunde helfen sich immer gegenseitig. Ich glaube nicht im geheimnisvollen Jenseits, Ducky. Ich bin groß und nicht klein! Deswegen Petri nicht liebt Abenteuers. Nein. Ich will nicht Abenteuer sehen, nicht Abenteuerreise gehen. Petri findet gar nicht schön, könnt ihr mir nicht verstehen. Petri, du musst mutig sein. Wir holen die Freunde von dem Stein. Sie würden dich auch retten, klar. Das wohl sehr wahr. Na los, komm mit, da ist dein Weg. Ich hoffe, dass der ins Freie geht. Dann sind wir frei. Ich bin dabei. Ein Abenteuer ist das hier und unsere Freunde retten wir. Wenn wir alle noch nicht wissen, wie. Sieht mal, Wurzelhöhen uns näher herangeführt. Gut gemacht, Ruby. Hey, nicht dafür. Wir müssen immer noch Ducky und Chomper retten. Oh, tut mir leid, dass du solche Schmerzen hast. Aber es tut mir nicht leid, dass du nicht an uns rankommst, um uns zu fressen. Nein, nein, nein. Er hat gesagt, ich bin zu klein. Und damit hat er recht. Wenn er loskommt, bin ich zu klein, um uns zu beschützen. Ich kann uns nicht von hier wegbringen. Genau, ich bin für alles zu klein. Du bist traurig, weil du klein bist. Aber in dir drin bist du doch groß. Chomper, du hast es tatsächlich geschafft, dass ich mich mit dir sicher fühle. Das hast du, das hast du. Hey! Alles in Ordnung mit euch? Irgendwie schon. Oh, hinter euch sind Kalle. Kalle! Keine Sorge, Kalle tut uns nichts. Sollte sich dieser Schaffzahn verändert haben? Er kommt nicht an uns ran. Er hängt fest. Wir bleiben weg, nur vorsichtshalber. Wir werden euch da runterholen. Auch nur vorsichtshalber. Der ist super, Spike. Geht beiseite, Freunde! Es funktioniert! Baumarktbrücke für uns! Ja! Jetzt haben wir gerade gezeigt, wer hier groß ist. Unsere Freunde sind zwar kleiner als Rotklaue, aber sie helfen uns immer, weil sie innen drin ganz groß sind. Schafzahn zu sein. Ah!
steinstarke Sache. Ich bin sehr froh, dass du hier bist, Spikey. Dass ihr alle hier seid. Japp, japp, japp. Ich glaube, wir wären zusammen noch fröhlicher, wenn wir an einem anderen Ort zusammen wären. Zum Beispiel zu Hause. Dass Kralle uns doch gerochen hat. Er hat uns nicht verraten. Ich glaube, hier sind wir rausgekommen. Da nichts wie rein mit uns. Kleine Nestlinge haben den Vortritt. Ja, das bin ich. Japp, japp, japp.